Ja, meine Damen und Herren, besten Dank für den freundlichen Empfang. Wir machen also weiter mit externen und Effekten, negative und positive. Diesmal vom Blickpunkt der Theorie der öffentlichen Güter. Öffentliche Güter, die Theorie der öffentlichen Güter in verschiedenen Versionen hat eine große Rolle gespielt im Rahmen der Versuche, ökonomische Rechtfertigungen für Staatsaktivitäten zu liefern. Diese Tradition ist recht alt, also sie kann sich sicherlich zumindest bis auf Adam Smith zurückverfolgen lassen, ist in der Tat allerdings noch sehr viel älter. Ich werde heute mit Ihnen ein paar wesentliche Stationen durchwandern. Zuerst ein paar für die Studenten unter uns hier, ein paar Literaturhinweise für diejenigen, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Kein Student heute kommt um diesen Text herum, nicht? Das ist dieser Text von Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure. Das ist so die übliche, so die standard-neoklassische Theorie, mit denen die Existenz von öffentlichen Gütern begründet wird und dann eben auch entsprechende die Notwendigkeit von Staatsaktivitäten abgeleitet wird. Also ich werde auch darauf zu sprechen kommen. Es sind zwei andere Texte, auf die ich kurz eingehen werde. Einmal der Text von Keynes, The End of Laissez-Faire, und dann Adam Smith natürlich, Der Wohlstand der Nation, insbesondere das Buch 5, in dem Adam Smith über Staatsaktivitäten spricht, im Gegensatz zu Murray Rothbard und Gustave de Molinari und anderen Anarchokapitalisten. Also Adam Smith kein Anarchokapitalist, er glaubte also durchaus daran, dass der Staat sehr notwendig sei für bestimmte Aufgaben und hat das im Buch 5 seines Werkes begründet. Er meinte halt eben bloß, dass der Staat nicht in den Handel und in die Arbeitsteilung eingreifen sollte, weil sich dadurch Wohlfahrtseinbußen ergeben. Aber es gibt durchaus andere Aufgaben, denen sich der Staat zuwenden sollte. Also wir werden kurz über Smith sprechen, wir werden über Keynes sprechen, Samuelson. Und dann eher kritisch der Samuelson-Theorie gegenüber, ist ein sehr bekannter Text, den vielleicht noch nicht alle Studenten kennen. Das ist der Text von Ronald Coase, Anfang der 70er Jahre erschienen, in dem Coase ein Standardbeispiel diskutiert, das immer wieder in der öffentlichen Güterliteratur angeführt wird, nämlich das der Leuchttürme. Nicht? Also Leuchttürme seien typische öffentliche Güter, der Definition zufolge, über die wir noch sprechen sollten. Und Coase nimmt das also auseinander und er zeigt, dass also empirisch, historisch gesehen, das durchaus nicht der Fall war. Dann aus der ich würde jetzt nicht sagen, der heutige Literatur, aber doch deutlich näher. Zwei schöne und wichtige Texte. Einmal der Text von Hans Hermann Hoppe aus dem Jahre 1989, in dem er also auf diese öffentliche Gütertheorie eingeht und das in den Zusammenhang stellt mit der Produktion von Sicherheit, wie also auch schon Gustave de Molinari im 19. Jahrhundert. Und Randall Holcomb, ein amerikanischer Ökonom, der zumindest mit einem Bein im Lager der österreichischen Schule steht, mit einem anderen Bein noch woanders, der also eine Theory of Public Goods entwickelt. Also wie kam es überhaupt dazu, dass so etwas wie eine Theorie öffentlicher Güter überhaupt so weit verbreitet wurde? Das ist ein paar Hinweise. Wir fangen an mit Keynes, also nicht, weil Keynes der wichtigste ist, sondern in dem Fall das dümmste Argument vorgebracht hat. Ich sage nicht, dass Keynes nicht sonst auch dumme Argumente vorbringt. Aber Keynes ist halt ein Sophist, nicht? Also es ist, auf der Oberfläche ist das plausibel. Aber wenn man ein bisschen ökonomisch geschult hat, dann fällt es einem nicht schwer, da durchzusehen. Es gibt andere Argumente, andere Sophismen, die Keynes vorgebracht hat, die schwieriger zu durchschauen sind. Aber auch da kommt man dann hin, da braucht man bloß ein bisschen länger, um auf die richtige Lösung zu kommen. Also hier das Argument, mit dem Keynes staatliche Aktivitäten rechtfertigt. Ich habe leider den deutschen Text nicht unter der Hand gehabt. Sein Buch The End of Laissez-Faire, das Ende des Laissez-Faire, ist auch auf Deutsch übersetzt worden, und zwar kurz nach der Veröffentlichung des Originals. Also ich glaube sogar im gleichen Jahr 1926, wenn nicht 26, dann 1927. Den hatte ich jetzt leider nicht unter der Hand. Also schauen wir mal. Ja, also wir müssen jene Dienste trennen, also unterscheiden, die also technisch sozial sind, von den anderen, die technisch individuell sind. Die wichtigsten Tätigkeitsfelder des Staates betreffen nicht jene Aktivitäten,
mit denen sich private Individuen bereits befassen, sondern jene Funktionen, die außerhalb der Sphäre des Individuums fallen, jene Entscheidungen, die von niemandem getroffen werden, wenn sich nicht der Staat darum kümmert. Das Wichtige, was für den Staat wichtig ist, was für die Regierung wichtig ist, ist nicht das zu tun, was die Individuen ohnehin schon tun und also zu versuchen, das ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter zu machen, sondern all das zu tun, sich um all diese Dinge zu kümmern, um die sich im Moment noch überhaupt keiner kümmert, die also im Moment überhaupt nicht getan werden. Der Staat soll das tun, was die privaten Individuen eben im Moment noch nicht tun. Das ist aus ökonomischer Hinsicht ein dummes Argument. Und es gibt kaum ein Argument, das dümmer sein könnte als dieses Argument. Und ich hoffe, dass in diesem Raum noch nicht viele Ökonomen sind, dass sie also nicht, also, sobald ich es ihnen erkläre, ist vollkommen klar, warum es halt ein dummes Argument ist. Ich werde da so anfangen. Was ist das ökonomische Problem, das wir im Leben zu lösen haben? Ja, wir müssen die vorhandenen Ressourcen in der bestmöglichen Weise verwenden, insbesondere auch unsere Zeit. Wir werden also nicht alles tun, was wir gerne möchten, sondern nur diejenigen Dinge tun, die für uns am wichtigsten sind. Ja, es geht in der Ökonomie immer um Knappheit, insbesondere Knappheit der Zeit, aber Knappheit aller anderen Ressourcen ebenfalls. Also die Wahl, vor der wir stehen, also die Wahl überhaupt, Wahlentscheidungen überhaupt, entstehen immer nur in einem Kontext, in dem es Knappheit gibt. Es gibt mehr Verwendungsmöglichkeiten unserer Zeit und der Ressourcen, als wir tatsächlich machen müssen können. Also wir müssen uns für eine entscheiden. Wie entscheiden wir uns also, jeder individuell? Nun, wir entscheiden uns notwendigerweise dafür, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und unsere Zeit, jenen Verwendungen zuzuführen, die wir als am wichtigsten erachten. Das folgt also daraus, dass in der realen Welt der Menschen, in der es also Knappheit gibt, dass es immer haufenweise Aktivitäten und Tätigkeiten gibt, die nicht getan werden und Verwendungen von Ressourcen gibt, die nicht vorgenommen werden. Genau deshalb, weil sie weniger wichtig sind als das, was wir mit den Ressourcen machen. Jetzt kommt also Herr Keynes und sagt uns, der Staat sollte doch bitte schön dahin wirken, all diejenigen Sachen zu machen, die Leute nicht spontan, nicht freiwillig, nicht ohnehin schon machen. Nun ist es leider Gottes nicht so, dass der Staat so eine Art Weihnachtsmann ist, der mit dem großen Rucksack durch die Gegend läuft und da ist dann, in dem Rucksack ist viel Zeit drin und viel Öl und viel Steine, Erden und was weiß ich. Ja, also alle möglichen Ressourcen, die plötzlich da vom Himmel fallen. Sondern der Staat kann halt nur diejenigen Ressourcen verwenden, die ohnehin verfügbar sind, die ohnehin also in der Gesellschaft, in der Wirtschaft schon existieren. Was Keynes sagt, ist, der Staat soll so einwirken, dass er die Ressourcen anderer, die vorhandenen Ressourcen, die jetzt also ohnehin schon verwendet werden, die Zeit der Leute und die Rohstoffe und so weiter, soll er Verwendungen zuführen, die die Individuen gerade nicht ins Auge genommen haben. Aber das bedeutet nichts anderes, als dass Keynes aufführt, massive Verschwendung zu betreiben. Wir sollen also Ressourcen aus den Verwendungen rausnehmen, wo sie eigentlich wichtiger sind, in dem Urteil der betroffenen Individuen, betroffenen Eigentümer und anderen Verwendungen zu führen, die weniger wichtig sind in ihrem eigenen Urteil. Das ist die Definition von Verschwendung. Das ist die Definition von Verschwendung. Ja. Und es wird uns hier verkauft als die Agenda für den Staat. Man möchte, sarkastisch könnte man sagen, ja, das ist eine durchaus treffende Charakterisierung, das, was also in der Tat vor sich geht, nicht? Der Staat verschwendet massenhaft unser Geld und unsere Zeit. Wenn wir einfach schon nur die Steuererklärung ausfüllen, nicht, es ist reine Zeitverschwendung. Aber das findet hier also scheinbar, ist ein Sophismus, nicht? Also scheinbar plausible Aktivität, ja, das wäre toll, nicht? Der Staat sollte die Sachen machen, um die wir uns noch nicht kümmern. Das klingt so, als ob er das zusätzlich machen könnte, aber es kann halt eben nicht zusätzlich erfolgen. Und wenn der Staat sich wirklich zum Ziel setzt, andere Verwendungen zu verwirklichen als diejenigen, die ohnehin erfolgt werden, dann bedeutet das nichts anderes als massive Verschwendung. Es ist also ein dummes Argument und wir gehen über zum nächsten Argument. Das nächste Argument ist älter und macht mehr Sinn, aber
wie wir sehen werden, letzten Endes widersteht es auch nicht einer kritischen Prüfung. Adam Smith, wenn es also um die Staatstätigkeit geht, sagt uns drei Sachen, die hilfreich sind und die wichtig sind. Die erste Sache, die er uns sagt, ist, dass was öffentliche Güter anbetrifft oder was wichtige Güter betrifft, die alle Menschen betreffen, sollten wir nicht unbedingt darauf schauen, dass es bestimmte Leute gibt oder bestimmte Gruppen, die absichtlich darauf hinwirken, diese Güter zu erzeugen. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherzustellen, dann könnte man natürlich ein Nahrungsministerium schaffen. Ich glaube, die Nationalsozialisten hatten sowas nicht und die Sowjets hatten sowas wahrscheinlich auch nicht. Es gibt also einen Kommissar oder einen Minister, der sich darum kümmert und alles ist gut organisiert. Und es gibt Beamte, die sicherstellen, dass wirklich da die Lastwagen dahin fahren und dass der Bauer also auch schön da sät nicht und sein Dünger aus Feld streut, was weiß ich, und dann die Nahrungsmittel gut verarbeitet in den Supermarkt kommen oder wohin auch immer. Nicht? Also das ist dann die sichtbare Hand, die vom Ministerium ausgehend alles organisiert und die Sachen in die Wege leitet. Und was uns Adam Smith sagt, ist halt, was er uns gibt, ist diese Metapher der unsichtbaren Hand, und er sagt uns, na, häufig geschehen die Sachen in genau der Weise, wie es für die allermeisten Menschen nützlich ist, ohne dass sich irgendjemand insbesondere darum kümmert. Also es gibt niemanden in einer freien Marktwirtschaft, der sich darum kümmert, dass die Leute nicht verhungern. Es gibt niemanden in einer freien Marktwirtschaft, der sich darum kümmert, dass die Kinder gewisse Bildungsstandards herangezogen werden und so weiter. Also niemand, der zentral darauf hinwirkt. Und dennoch geschieht genau das. Nicht? Die Leute werden ernährt, die Leute werden gekleidet, Kinder werden erzogen, Kinder werden gebildet. Und diese erstrebenswerten Wirkungen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht entstehen durch das interessegeleitete Streben der Individuen. Die Individuen verfolgen letzten Endes ihre eigenen Interessen. Es gibt auch zum Teil Gruppenaktivitäten, die Gruppeninteressen verfolgen. Aber das erzeugt insgesamt gesamtwirtschaftlich wünschenswerte Folgeerscheinungen. Das ist also die unsichtbare Hand. Adam Smith halt eben sagt, wir sollten nicht von der Großzügigkeit des Metzgers und der Großzügigkeit des Bäckers sollten wir erwarten, dass die Leute ihr Brot auf den Tisch bekommen und ihre Würste, sondern daraus, dass sie halt ihre eigenen Interessen verfolgen. Und die Folge wird sein, dass halt eben Würste und Brot in bestmöglicher Qualität und zu bestmöglichen Preisen auf dem Tisch landen. Also die unsichtbare Hand wirkt, also, und meistens besser als sichtbare Hände. Adam Smith sagt einige Sachen, die nicht sehr schön sind, insbesondere in diesem Zusammenhang über Unternehmer, also Kaufleute, die manchmal ja vorgeben, das Gemeinwohl zu fördern. Denken wir, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt heute auch einige Firmen, die allen gut hier bekannt sind, sowohl im Transportbereich, Automobilbereich, Nahrungsmittelproduktion und so weiter, die vorgeben, das Allgemeinwohl ganz nah am Herzen zu tragen. Und was Adam Smith uns sagt, ist, dass diese sichtbaren Hände gerade bei der Verfolgung des Allgemeinwohls meistens nicht besonders effizient sind. Darüber hinaus aber sagt uns Adam Smith, dass es in der Tat in der Pflicht des Staates liegt, öffentliche Güter zu produzieren im folgenden Fall. Also in zwei Fällen. Einmal nicht nur zur Verteidigung der Gesellschaft und der Verwaltung des Rechtswesens. Jetzt muss ich hier sagen, ich habe das hier unter Anführungszeichen gestellt, aber ich hatte wieder die deutsche Ausgabe nicht unter der Hand. Ich habe also rückübersetzt aus dem Französischen. Der arme Adam Smith kommt durch die doppelte Mangel Deutsch-Französisch. Wer weiß, was das auf Englisch gibt, aber ich glaube, es ist ungefähr richtig. Ne? Ja, also der Staat soll aktiv werden zur Verteidigung der Gesellschaft gegen innere Feinde und gegen äußere Feinde und zur Verwaltung des Rechtswesens, aber auch zur Bereitstellung solcher öffentlichen Werke und Einrichtungen, aus denen eine große Nation bedeutende Vorteile zieht, die jedoch solcher Art sind, dass sie nicht von irgendwelchen Privatleuten ins Leben gerufen oder unterhalten werden könnten,
der aus ihnen entspringende Gewinn die Kosten niemals decken könnte. Hier haben wir also eine Formulierung der Theorie öffentlicher Güter oder eine Definition öffentlicher Güter. Es sind also solche Güter, die von großer Bedeutung für alle Menschen in einer Gemeinschaft sind, die aber nicht von Privatleuten ins Leben gerufen und unterhalten werden könnten, da die Kosten der Bereitstellung solcher Güter zu hoch sind im Vergleich zum zu erwartenden Gewinn. Das ist das Argument. An was denkt Adam Smith hier insbesondere? Er denkt vor allen Dingen an Kanalbauten, Straßen, Netzwerke, an solche Sachen. Er denkt nicht, ich erlaube mir das in Klammern zu erwähnen, er denkt nicht an Bildung und Forschung. Da gibt es, man kann also diejenigen, die dieser Auffassung sind, dass Bildung und Forschung öffentliche Güter sind, um die sich der Staat unbedingt kümmern müsste, die können also nicht Adam Smith für sich in Anspruch nehmen. Ein englischer Professor mit dem Namen Terence Keeley hat das vor ein paar Jahren sehr schön gezeigt. Terence Keeley hat ein wundervolles Buch geschrieben über Wissenschaftsforschung und der Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum mit dem Titel The Economic Laws of Scientific Research. Keeley, K-E-A-L-E-Y. Und in diesem Buch legt Keeley dar, dass Adam Smith sich nachhaltig gegen die Tätigkeit des Staates im Bereich des Bildungswesens ausgesprochen hat, aus verschiedenen Gründen, und selber die Praxis pflegt, dass er also von seinen Studenten bezahlt wurde, persönlich bezahlt wurde. Vielleicht ging er mit dem Beutel rum am Ende der Vorlesung, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber auf jeden Fall Adam Smith ist privat bezahlt worden von seinen Studenten. Und in der Hinsicht gab es anscheinend einen Unterschied zwischen der Universität Glasgow, an der Adam Smith tätig war, und der Universität in Edinburgh, wo die aus öffentlichen Mitteln unterhalten wurde. Wie dem auch sei. Was uns jetzt hier betrifft, ist dieses Argument, das interessant ist, und es erlaubt uns gleich eine ganz zentrale Überlegung ins Spiel zu bringen. Die Überlegung ist nämlich die folgende: Woraus wissen wir eigentlich, wie groß die Vorteile sind, die aus einem Kanal, aus einer Straße, aus einem Straßennetzwerk und so weiter gezogen werden können? Und die Antwort ist diejenige, die eben schon von Philipp Bagus genannt worden ist, nämlich in einer Marktwirtschaft ist es relativ einfach, das festzustellen, nämlich daran, ob die Leute, die Benutzer bereit sind, die entsprechenden Preise zu bezahlen, oder ob die Benutzer bereit sind, selber die Ärmel hochzukrempeln und im Gemeinschaftswerk diese Güter bereitzustellen. Der Test ist ganz einfach. Der Test nennt sich also demonstrierter Nutzen. Jeder von uns demonstriert den Nutzen bestimmter Güter dadurch, dass wir entweder Geld dafür ausgeben, um die Güter im Tausch zu erwerben von den Leuten, die sie herstellen, oder indem wir selber die Ärmel hochkrempeln und die Güter für uns selber herstellen. Das machen alle Hausfrauen und Männer, die sich da an den Herd stellen und dann selber kochen. Das machen alle Familien, die ihre Kinder selber erziehen, anstatt dann die Gouvernante oder den Privatlehrer eben anzustellen. Das können sich halt eben auch nur weniger erlauben. Aber das bedeutet halt eben, man beweist es durch die Dinge, die man tatsächlich tut, und durch die Preise, die man tatsächlich zahlt, wie wichtig einem die betreffenden Güter sind. So, daraus folgt nun, meine ich, dass wenn das betreffende Gut tatsächlich ausreichend wichtig ist, es sicherlich Leute geben wird, die es entweder selber herstellen oder Leute geben wird, die bereit sind, Preise dafür zu bezahlen, für die Benutzung dieses Gutes, die hoch genug sind, sodass die Erträge die damit verbundenen Kosten decken. Und insofern gibt es für Kanäle und für Straßen keinen grundsätzlichen Unterschied im Vergleich zu allen anderen Gütern, die ja nach dem gleichen Kriterium hergestellt werden. Man kann auch sagen, liegt es in irgendeinem Interesse der Computer, Bildschirme herzustellen? Und die Antwort ist, ja, natürlich ziehen alle großen Nutzen daraus, dass es sowas wie ein Internet gibt, dass es sowas wie Computer gibt. Und es gibt tatsächlich Leute, die Mittel und Wege gefunden haben, diese Güter herzustellen, indem sie sich dafür bezahlen lassen. Das ist wichtig genug. Und wenn es nicht wichtig genug ist, wenn sich die Leute nicht selber die Ärmel hochkrempeln und wenn sie nicht selber die Preise bezahlen, die ausreichend sind, um diese die Güter kostendeckend zu produzieren, ja, dann muss man sich die Frage stellen, ob die Güter tatsächlich so
wie sagt Adam Smith, du hast so bedeutende Vorteile bieten, dass der Staat oder wer auch immer gewaltsam eingreifen muss. Und ich meine, diese Unterscheidung ist ohne Alternative, es ist eine Dichotomie, nicht? Entweder die Güter sind ausreichend wichtig, dann sind sie auch entweder profitabel oder bringen genügend Leute zusammen, um sie zu produzieren, oder es ist nicht der Fall, sind nicht wichtig genug, dann kann man auch diese Überlegung nicht anführen, um die staatliche Tätigkeit zu rechtfertigen. Adam Smiths Weise zu argumentieren, hat also lange die Ökonomen beschäftigt und stand lange im Vordergrund, bis Mitte der 50er Jahre, als Paul Samuelson eine Variante des gleichen Argumentes vorstellte mit seiner Theorie der öffentlichen Güter. Samuelson operationalisierte die Definition eines öffentlichen Gutes, indem er zwei Kriterien anführte. Das Kriterium der Nicht-Rivalität und das Kriterium der Nicht-Ausschließbarkeit. Also ein öffentliches Gut ist ein solches, von dessen Gebrauch niemand ausgeschlossen werden kann und dessen Gebrauch auch nicht rival ist. Das ist der Verbrauch oder der Gebrauch, der von einer Person gemacht wird, verringert nicht die Menge, die also zur Befriedigung der Bedürfnisse anderer Menschen zur Verfügung steht. Nun, weil man hier zwei Kriterien hat, ergibt sich natürlich eine Matrix von vier verschiedenen Möglichkeiten. Das findet man in der Literatur typischerweise in dieser Weise. Man kann also in der Tat vier verschiedene Fälle unterscheiden. Es gibt also auch rein private Güter, die also ausschließbar, deren Genuss ausschließbar ist und für die eine Rivalität des Verbrauchs entsteht oder existiert. Es gibt Clubgüter, von denen man andere Menschen im Prinzip ausschließen kann, aber bei der keine Rivalität des Verbrauchs entsteht, also zum Beispiel Kino, nicht? Man hat also einen großen Kinosaal oder einen großen Theatersaal und da sind noch freie Plätze, nicht? Da kann man sagen, das ist ein Clubgut. Es wäre also durchaus möglich, ohne Kosten für den Eigentümer, nicht, dass andere Leute noch da hineinkommen, denn er hat ja, die Show findet ja sowieso statt, nicht, die Aufführung findet ohnehin statt, da können ja noch andere Leute hinein. Das gleiche gilt für Satellitenfernsehen, das sind also Clubgüter, nicht, man kann da, es ist keine Rivalität des Verbrauchs, aber der Gebrauch ist ausschließbar. Dann gibt es nicht ausschließbare Güter, die aber mit einer Rivalität des Verbrauchs einhergehen. Das betrifft also natürliche Ressourcen, also Verbrauch, also ausschöpfbare Ressourcen wie die Meere, nicht die Weiden, Öl vielleicht. Und das sind so sogenannte Allmendegüter, von denen ja Professor Bagus eben gesprochen hat. Und schließlich gibt es die öffentlichen Güter im Sinne von Samuelson, die also weder ausschließbar noch rivalitär im Verbrauch sind. Und hier wird üblicherweise angeführt, nicht die Landesverteidigung, aber auch Wissen, Wissensproduktion, Sprache und andere Dinge. Das Problem, das mit dem Gebrauch öffentlicher Güter einhergehen kann, ist also die bereits erwähnten Probleme nicht des übermäßigen Verbrauches, des Free Ridings, nicht, sondern man verbraucht, ohne selber den entsprechenden Preis zu bezahlen, aber eben auch Probleme wie Unterproduktion und Verschmutzung. Nicht in all diesen Fällen soll der Staat eingreifen oder sollte zumindest eingreifen. Also der Staat, staatliche Tätigkeit ist also notwendig beziehungsweise zumindest empfehlenswert. Was lässt sich nun über diese Theorie sagen? Wir können sechs Kritikpunkte anbringen. Fangen wir mal mit dem allgemeinsten Punkt an. Es handelt sich hier also ohne Zweifel um keine allgemeine Rechtfertigung der Staatstätigkeit. Selbst wenn es öffentliche Güter gäbe im Sinne von Samuelson, kann diese Theorie ohne Zweifel nicht auf einen großen Teil von staatlichen Tätigkeiten angewendet werden. Denken wir an die medizinische Versorgung. Staatliche Krankenhäuser sind ohne Zweifel kein öffentliches Gut. Wir wissen, dass es private Kliniken gibt. Gesundheitlich, also
ärztliche Leistungen sind ausschließbar. Nicht? Man kann sagen, also die Person hält sie, die eine andere Person hält sie nicht. Und ohne Zweifel sind ärztliche Leistungen besteht eine Rivalität im Gebrauch. Nicht? Also wenn ich die Zeit des Arztes in Anspruch nehme, zur gleichen Zeit kann jemand anders nicht die Tätigkeit des Arztes in Anspruch nehmen. Aber es betrifft auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel die Bahn, nicht auch hier. Die Dienste sind ausschließbar und in der Tat werden ja auch tatsächlich nicht zahlende Kunden zum Teil aus der Bahn rausgeschmissen. Und der Verbrauch ist konkurrierend, nicht? Also Rivalität beim Verbrauch, Versorgungsunternehmen, Wasser, Strom und so weiter ist überall. Treffen die Kriterien des öffentlichen Gutes im Sinne von Samuelson, treffen nicht zu. Also da müsste man sich dann schon noch was anderes einfallen lassen. Also keine allgemeine Rechtfertigung. Zweitens, selbst diejenigen öffentlichen Güter, wo man so argumentieren könnte wie Samuelson, insbesondere Landesverteidigung, sind immer auch privat produziert worden. Nicht der Staat im heutigen Sinne, der moderne Staat, derjenige, der über dem Gesetz steht, der Gesetze schafft, ist relativ jung. Er steht dann im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Man kann sogar sagen, die Neuzeit ist dadurch charakterisiert, dass es so etwas wie ein Staatswesen halt eben aufkam. Nicht? Eine Gruppe von Menschen, die über dem Gesetz steht und die das Gesetz schafft. Nicht? Aber natürlich wurde auch vorher schon Sicherheit produziert, es wurden vorher schon Leute geschützt, es wurden vorher schon Verbrecher verfolgt, es wurden vorher schon Streite geschlichtet und so weiter. Und diese Dienstleistungen sind erfolgt im privaten Rahmen. Es gab private Armeen, es gab private Polizeidienste. Die Polizei von London war privat bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Wir hatten private Armeen. Also all diese Sachen können auch privat produziert werden und es zeigt halt eben schon, dass da irgendwas an dieser Theorie halt nicht stimmen kann. Eine dritte Bemerkung, nicht alle öffentlichen Güter sind auch wirtschaftliche Güter und natürlich interessiert uns insbesondere die wirtschaftlichen Güter. Dort, wo keine Knappheit vorliegt, besteht auch kein Grund für Eingriffe des Staates, um die Versorgung mit diesen Gütern oder die Produktion solcher Güter sicherzustellen. Zwei gute Beispiele sind Liebe und Sprache. Ohne Zweifel ist Liebe ein öffentliches Gut. Ohne Zweifel ist Sprache ein öffentliches Gut. Folgt daraus, dass sich irgendjemand darum kümmern sollte, dass auch genügend geliebt wird und dass sich irgendjemand kümmern sollte, dass die Sprache richtig gesprochen wird. Nur wenn Sie mir direkt einwenden, wir sind ja in Deutschland, glücklicherweise gibt es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie diese Bürokraten heißen, die sich mit der Sprachreform und der Rechtschreibreform und so weiter auseinandersetzen. Also es gibt dann da auch solche Menschen. Aber sicherlich ist unsere Sprache entstanden, ohne dass sich von zentraler Stelle, nicht vom Sprachkommissar, vom Sprachminister, dass man sich darum gekümmert hat. Nicht? Und Sprache in der Tat ist kein wirtschaftliches Gut. Liebe ist kein wirtschaftliches Gut. Wirtschaftliche Güter sind knapp und können als grundsätzlich kontrolliert werden und verfügt werden von irgendjemandem. Viertens, ob ein Gut öffentlich ist oder nicht, hängt von persönlichen Werturteilen ab. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er uns dazu führt zu sehen, dass die Theorie zu völlig willkürlichen Entscheidungen in der Praxis führt bzw. führen kann. Also nicht nur führen kann, sondern tatsächlich schon geführt hat. Was bedeutet, dass ein Gut öffentlich ist? Also ich habe ein Interesse an der Landesverteidigung. Okay. Aber vielleicht bin ich Anarchist. Und in dem Fall liegt mir nichts an der Landesverteidigung. Mir liegt auch nichts, insbesondere nichts daran, dass der Staat anfängt, Leute zu besteuern, um die, selbst wenn mir das Land am Herzen liegt, liegt mir nichts daran, dass der Staat anfängt, die Leute zu besteuern, um das Land zu verteidigen. Nicht? Das ist dann für mich kein Gut. Aber vielleicht liegt mir auch tatsächlich nichts daran, überhaupt nicht. Vielleicht liegt mir nichts an der Wissenschaft. Nicht? Warum ist es dann ein öffentliches Gut? Also der Punkt ist, wenn man sich dafür interessiert, für das betreffende Gut, dann sich viele Menschen dafür interessieren, könnte es ein öffentliches Gut sein. Wenn sich niemand dafür interessiert, ist es kein öffentliches Gut. Das, was vorher bis gestern ein öffentliches Gut war, kann heute keins mehr sein. Das, was bis gestern kein öffentliches Gut war, zum Beispiel welche Möbel ich in mein Wohnzimmer stelle, kann, wenn es auf einmal
irgendwelche Leute gibt, die sich dafür interessieren, zu einem Politikum werden. Und dann sagt, was hat der Hülsmann in seinem Wohnzimmer stehen? Hat er ein grünes Sofa mit roten Punkten. Und das wird dann da ein Politikum, über das halt da abgewogen wird. Kann man das halt eher erlauben, dass halt ein, oder wie man sich die Haare schneidet und solche Sachen, nicht? Die Folge ist halt eben, dass die Abgrenzung nicht möglich ist. Im Gegensatz zu dem, was unterstellt wird in Samuelsons Theorie, nämlich dass man objektive Möglichkeiten hat, anhand deren, also Kriterien, anhand deren man rational abgrenzen kann, in diesem Fall muss der Staat eingreifen und in diesem Fall muss er nicht einschreiten, dass diese Möglichkeit besteht nicht. Das Kriterium ist rein subjektiv, rein persönlich und deshalb rein willkürlich in der Praxis. Nicht? Wenn man anfängt, die Staatstätigkeit mit der Produktion öffentlicher Güter zu rechtfertigen, dann gibt es prinzipiell keine Begrenzungsmöglichkeiten. Ja, die Tür ist weit offen und es gibt keinen Haltepunkt. Fünftens, das ist jetzt ein kleiner technischer Punkt, nicht, wir sollten das Kriterium der Rivalität, das können wir getrost vergessen. Das einzig entscheidende Kriterium ist dasjenige der Ausschließbarkeit. Denn wenn ein Gut ausschließbar ist, dann spielt es keine Rolle, ob der Verbrauch rival oder nicht rival ist, weil man halt auf jeden Fall die Möglichkeit hat, diejenigen Leute, die man nicht zulassen möchte, eben vom Gebrauch auszuschließen. Nicht, ob es nur rival ist oder nicht, das ist völlig zweitrangig. Die entscheidende Frage ist also, ist das Gut ausschließbar oder nicht? Und hier, müssen wir sechstens anfügen, dass Ausschließbarkeit keine physikalische, sondern eine wirtschaftliche Eigenschaft ist. Das ist ein fundamentaler Punkt wiederum. Es gibt keine Güter, die an sich nicht ausschließbar sind. Nehmen wir einen komplizierten Fall, nehmen wir das Meer. Benutzung von Teilen des Ozeans. Natürlich ist es sehr, sehr kostspielig, Leute davon auszuschließen bzw. Eigentumsrechte zu definieren. Es ist so kostspielig, dass es im Moment noch überhaupt nicht durchgeführt werden wird. Das heißt, überhaupt nicht ist nicht richtig, denn wir haben bereits angefangen, privates Eigentum an Meeresteilen zu schaffen. Denken wir insbesondere an die Fischzucht. Nicht? Lachs und andere Fische werden in Fischfarmen großgezogen, die also von privaten Unternehmen in der Regel küstennah durchgeführt werden, aber im Prinzip, ob das nun küstennah, warum küstennah, weil es halt besonders kostengünstig ist, grundsätzlich kann man das Gleiche auch auf hoher See machen, es ist halt eben ist teurer. Nicht? Und das bringt uns eben zu einem folgenden Punkt. Ob etwas ausschließbar ist oder nicht, hängt tatsächlich nur von wirtschaftlichen Überlegungen ab. Wenn ich ein Freilichtkino habe, nicht, es haben alle möglichen Leute, die bei mir auf den Bildschirm gucken und ich möchte nicht, dass sie das tun, weil das sind ja ganz üble Free Riders, nicht, die sollen ja alle zahlen, na, dann habe ich ja die Wahl, einfach eine Mauer zu errichten, die hoch genug ist, um zu verhindern, dass irgendjemand mir auf meine Leinwand schaut, im Umkreis von 10 Kilometern oder wie auch immer. Da muss man schon dann aus dem All dann angucken, nicht? Also warum mache ich es nicht oder warum mache ich es? Die Antwort ist, es hängt davon ab, welcher Umsatz für mich hier auf dem Spiel steht. Wenn der Umsatz hoch genug ist, der ausfällt, dadurch, dass die Leute von außen reingucken, dann habe ich einen Anreiz dazu, meine Mauer hochzuziehen. Wenn der Umsatz zu niedrig ist, dann bleibt die Mauer so niedrig, wie sie ist. Das ist kein Problem, nicht? Also wir machen viele Sachen, wie es ja bereits schon gesagt wurde, viele Sachen, die für andere Menschen potenziell günstig sind, günstige Wirkungen erzeugen, ohne dass wir uns darum Sorgen machen, dass wir von jedem auch tatsächlich bezahlt werden für die Wohltaten, die wir ihm leisten. Nicht? Wir sind höflich und sagen guten Tag und auf Wiedersehen, werden wir auch nicht für bezahlt. Ja, wir nehmen die Dusche am Morgen, stinkt nicht durch die Gegend, werden wir auch nicht für bezahlt. Und so ähnlich ist es halt eben, oder nicht so ähnlich, es ist letzten Endes genau die gleichen Überlegungen spielen bei der Produktion anderer öffentlicher Güter eine Rolle. Stets ist die Frage, kann ich ausschließen oder nicht? Letzten Endes ist die Frage immer, kann ich ausschließen oder nicht? Und ich kann ausschließen, technisch gesehen, fast immer.
Und ich schließe nur dann aus, wenn es sich tatsächlich lohnt. Und es besteht hier überhaupt kein Unterschied im Vergleich zu anderen Gütern, die also nicht vermeintlich öffentliche Güter sind. Ich fasse meine Schlussfolgerung in 4 Punkten zusammen. Die ökonomische Rechtfertigung des Staates ist also ein Work in Progress. Man darf sich nicht da irgendwelchen Illusionen hingeben und denken, dass, na, jetzt haben wir also die Theorie der öffentlichen Güter abgefertigt, die Sache ist erledigt, ist in der Kiste, es regt sich nichts mehr, nicht. Es besteht das Bedürfnis, gerade in Zeiten, in denen die Staatstätigkeit mehr als die Hälfte der aller Tätigkeiten eben umfasst, nicht? Wir leben in einem Land, Sie leben in einem Land in Deutschland, ich lebe in einem Land in Frankreich, wo es aber genau das Gleiche ist, nicht? Wo der staatliche Anteil am Bruttoinlandsprodukt mehr als 50% beträgt. Nicht? Natürlich besteht dann von Seiten der Nutznießer ein starkes Bedürfnis daran, danach diese Realität zu rechtfertigen, das mit einem gesunden Menschenverstand zu vereinbaren. Nicht? Und deshalb brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es wird auch in Zukunft immer wieder Versuche geben, staatliche Tätigkeit zu rechtfertigen, wie es mit der Theorie öffentlicher Güter erfolgt ist. Wir müssen halt eine Theorie nach der anderen kritisch beobachten, so wie sie halt kommt. Was die Theorie der öffentlichen Güter anbetrifft, habe ich also argumentiert, dass wir hier eine Folge von Fehlversuchen vor uns haben. Beginnen mit Adam Smith, setzen sich bei Keynes fort. Keynes ist in der Tat, geht es einen Berg runter, wie ich erklärt habe, nicht? Dann geht es wieder ein bisschen hoch, dann mit Samuelson, aber letzten Endes ist es nicht stichhaltig, nicht die Argumente, die angeführt wurden. Was wir unterstrichen haben, ist, dass alle wirtschaftlichen Güter privat produziert werden können. Man kann nicht das Argument anführen, dass es nicht im Interesse der Leute liegt, weil die Kosten zu hoch seien im Vergleich zum Erlös. Ja. Das ist sicherlich nicht richtig, weil die Kosten könnten niedrig genug sein im Vergleich zum Erlös, wenn das Gut wichtig genug ist. Und selbst dort, wo es keinen Erlös gibt, ja, ist es manchmal, sind die Güter, die werden vielleicht nicht bezahlt, aber sie sind dennoch für die betreffenden Menschen wichtig genug, sodass sie in Eigenverantwortung, Eigenregie produzieren. Kindererziehung ist das wichtigste Beispiel, das uns allen geläufig ist. Nicht? Alle wirtschaftlichen Güter, die wirklich wichtig sind, die uns wirklich sind, können wir auch privat erzeugen. Yes, we can. Ja. Und es gibt kein wissenschaftliches Kriterium, anhand dessen sich eine systematische Unterproduktion irgendwelcher Güter durch privatwirtschaftliche Akteure feststellen ließ. Das wichtige Wort hier ist systematische Unterproduktion. Natürlich kommt es auf dem freien Markt vor, in einer freien Gesellschaft vor, dass Fehler begangen werden, dass zu viel von dem einen Gut, zu wenig von dem anderen Gut produziert wird. Eine freie Gesellschaft ist keine perfekte Gesellschaft. Ja. Der Punkt ist hier, müssen wir erwarten, dass es ständig daneben geht, dass wir ständig zu viel oder zu wenig von dem einen oder von dem anderen Gut produzieren. Und es gibt kein Kriterium, aus dem sich das ablesen ließe. Nicht, wenn die Theorie der öffentlichen Güter berechtigt wäre, dann könnten wir sagen, ja, es gibt ja diese öffentlichen Güter, die werden immer unterproduziert in der Privatwirtschaft, deshalb muss der Staat eingreifen. Aber wir haben eben gerade gesehen, dass die Kriterien, die vorgeschlagen werden, um solche Güter abzugrenzen, einer Prüfung nicht standhalten. Deshalb können wir also die Theorie öffentlicher Güter getrost vergessen und uns wichtigeren Aufgaben zuwenden. Denn wir halten immer im Hinterkopf, nicht, in einer Welt knappen Güter müssen wir uns immer den wichtigsten Aufgaben zuwenden. Und das ist in diesem Fall der nächste Vortrag. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.